Hello everyone and welcome to our video series on Learn German for Beginners. In this video, you will be learning 75 questions that every German learner should know. Once you know these questions and how to answer them, you will be able to handle many situations in German. Whether you are with friends, with colleagues, at an authority or on the phone with someone, you will certainly come across some of these questions. Let's begin. Here's the first one. Können Sie mir helfen? Ja klar, was kann ich für Sie tun? There are more ways to answer a question positively. Instead of ja klar, you can also say selbstverständlich or aber natürlich, gerne, sehr gerne. Haben Sie kurz Zeit? Ja, gerne. Alternatively, you could also answer like this. Ja, wie kann ich helfen? Verstehen Sie mich? Ja, ich verstehe Sie. If you have to answer this question negatively or any other similar question, you can say, Nein, leider verstehe ich Sie nicht. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut, danke. Or you can say, sehr gut, danke. Und Ihnen? Darf ich Sie etwas fragen? Ja, gerne. Another obvious answer could be, aber klar doch. Können Sie etwas langsamer sprechen? Ja, kann ich. Or another appropriate answer could be, selbstverständlich. Or aber natürlich. Wie heißen Sie? Ich heiße Susanne Müller. Wie ist Ihr Vorname? Mein Vorname ist Susanne. Können Sie das bitte buchstabieren? Ja, gerne. S-U-S-A-N-N-E. Wie ist Ihr Nachname? Mein Nachname ist Müller. You can use Nachname or Familienname. Können Sie das bitte noch einmal sagen? Ja, mein Nachname ist Müller. The question can also be, können Sie das bitte wiederholen? Können wir uns duzen? Ja, können wir. The verb duzen means to talk informally by using du in the conversation instead of sie. It is very important to understand here that there are two ways to address in German, in a formal and in an informal way. The previous questions are all in sie form or the formal form. Once you're acquainted with the person, you can use the informal form, the du form. The following questions will be in du form, but they can also be used formally depending on the situation. Wie alt bist du? Ich bin 30 Jahre alt. As you can see, we will be displaying each of the questions also in sie form on the side. Wann wurdest du geboren? Am 24. April 1992. Wann hast du Geburtstag? Am 24. April. Hast du Geschwister? Ja, einen Bruder und eine Schwester. Woher kommst du? Ich komme aus Frankreich. Aus welcher Stadt in Frankreich kommst du her? Aus Lyon. Wo lebst du jetzt? In Frankfurt, in Deutschland. Wohnst du alleine? Nein, mit meiner Familie. Are you enjoying our video and the content? Don't forget to subscribe to our channel and enjoy more videos. Wie ist das Wetter heute bei dir? Es ist bewölkt. Welche ist deine Lieblingsjahreszeit? Ich liebe den Sommer. Wie spät ist es jetzt bei dir? Es ist 20 nach 3.
Der wievielte ist heute? Heute ist der 29. Oktober 2022. Wohnst du in einem Haus oder in einer Wohnung? Ich wohne in einer Wohnung. Wie groß ist deine Wohnung? Meine Wohnung ist 100 Quadratmeter groß. Wie lautet deine Adresse? Meine Adresse ist Schillerstraße 3a in 12345 Schillerstadt. Wie ist deine Telefonnummer? Meine Telefonnummer ist 123-456-789. Wie lautet deine E-Mail-Adresse? Meine E-Mail-Adresse ist susanne@muster.de. Wie viele Sprachen sprichst du? 3. In a conversation like this, you can also give simple straight answers instead of a complete sentence. You could also say here, ich spreche 3 Sprachen. But just replying with 3 is also not wrong. Was ist deine Muttersprache? Französisch. Welche Sprache sprichst du? Ich spreche Französisch, Englisch und Deutsch. Wie lange lernst du schon Deutsch? Seit etwa 15 Jahren lerne ich Deutsch. Warum hast du Deutsch gelernt? Das war ein Pflichtfach in meiner Schule. Welche ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist grün. Was ziehst du am liebsten an? Jeans und T-Shirt. Gehst du gerne einkaufen? Ja, klar. Hast du ein Auto? Ja, ich habe ein Auto. Bist du verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Hast du Kinder? Ja, ich habe ein Kind. Wie alt ist dein Kind? 3 Jahre alt. Was macht dein Mann? Er ist Ingenieur. Hast du Haustiere? Ja, ich habe 2 Hunde. Willst du andere Haustiere haben? Ja, ich hätte gern Kaninchen. Was machst du beruflich? Ich bin in der IT-Branche tätig. Was bist du von Beruf? Ich bin Personalleiterin. Arbeitest du von zu Hause oder gehst du ins Büro? Ich arbeite von zu Hause. Wo arbeitest du? Ich arbeite bei APC International. Was hast du studiert? Betriebswirtschaftslehre. Was sind deine beruflichen Tätigkeiten? Mit Mitarbeitern telefonieren, die Geschäftsleitung unterstützen, Rechnungen verwalten und so weiter. Was machst du gern in deiner Freizeit? Ich sehe gern fern oder lese ein Buch. Ich koche auch gerne. Was machst du jetzt? Ein Interview. Hast du einen Lieblingsschauspieler oder eine Lieblingsschauspielerin? Ja, ich mag George Clooney. Welcher ist dein Lieblingsfilm? Ich liebe die Herr-der-Ringe-Filme. Wann gehst du normalerweise schlafen? Um 22 Uhr. Wann stehst du normalerweise auf? Um 7 Uhr. Was isst du normalerweise zum Frühstück? Müsli mit Joghurt und frischen Früchten. Was isst du am liebsten? Ich esse am liebsten Salat. Was trinkst du am liebsten? Am liebsten trinke ich einfach Wasser. Was kochst du am liebsten? Alles, was meine Familie gerne isst. Was isst du nicht so gerne? Fleisch. Was trinkst du nicht so gerne? Alkohol. Reist du gerne? Ja, ich reise sehr gerne.
Wie reist du am liebsten? Mit dem Auto, Flugzeug oder Zug? Mit dem Auto. Wohin reist du am liebsten? Am liebsten an den Strand mit Sonne. Wo warst du in deinem letzten Urlaub? Wir waren in der Schweiz, in Genf. Wie lange warst du im Urlaub? 2 Wochen. Mit wem reist du am liebsten? Mit meinem Mann und meinem Kind. Spielst du irgendwelche Musikinstrumente? Ja, ich spiele Gitarre. Hörst du gerne Musik? Ja, ich höre gerne Musik. Welche Musik hörst du gerne? Ich höre gerne Jazzmusik. Treibst du Sport? Ja, sehr gerne sogar. Was treibst du am meisten? Ich gehe jeden Tag joggen. Was machst du am Wochenende? Ich treffe meine Freunde oder verbringe Zeit mit meiner Familie. Was hast du letztes Wochenende gemacht? Ich war in einem Konzert mit meinem Mann. So these were the 75 questions with their answers. Do you think there are any other questions that you need in your daily life? Do let us know in the comments. To get access to extra material for this video and lots more, do become a member today or join us on Patreon for a free worksheet. Danke. Thanks for watching this video. If you liked this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel if you still haven't. You can click on the bell to receive notifications whenever we upload a new video. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss! Auf Wiedersehen!